Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Happy Wheels. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Happy Wheels. Mit einem weiteren für mich gebauten Level eines Zuschauers. The Messenger Man hat wieder ein Level gemacht. Seht ihr ganz oben. Harald versus Harald versus weiß der Geier wen. The Messenger Man war auch der, der den Krabbel-Level gemacht hat. Das macht mir ein bisschen Angst jetzt, muss ich gestehen. Ja, weil der war echt scheiße, der Level. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er da jetzt ein bisschen besser gebaut hat. Und wir nehmen immer unseren Opa, mit dem kann ich am besten. Und der ist auch so alt wie ich. So, hallo Harald, in diesem Level musst du versuchen, mich zu töten. Aber nicht in real life. Schade. Er weiß ganz genau, wie ich ihn hasse nach dem letzten Krabbel-Level. So, zuerst musst du dich aufwärmen. Oh, fuck, fuck, fuck! Ich hab's gerade noch so gesehen, da war eine Mine. Scheißendreck. Jetzt blute ich ein bisschen aus dem Arm und hab kein Bein mehr. Okay, überfahr ihn. Oh, das hier ist nicht ungefährlich, wollte ich gerade sagen, weil da spieße ich mich ganz gerne auf. Okay, Restart. Nochmal. Also, gleich am Anfang wieder meine Lieblingsfallen aufgebaut, nämlich die Scheißdrecksminen aus der Hölle. Bremsen, bremsen, bremsen. Dann versuchen wir den mal ein bisschen vorsichtig da drauf zu schubsen vielleicht. Mist! Ein leichter Knieschaden. Aber ist noch an den Fäden, hängt es noch dran. Also kann man es auch noch hinkleben wieder, ne? Ist es kein Problem. Liebe Kinder, keine Angst. Die Beine sind gar nicht ganz ab. So, überfahr ihn. Boah, scheiße! Boah, diese scheiß Axt. Das macht mir immer ein bisschen Angst. So, und lass dich nicht töten. Fliegen wir mal sicherheitshalber ein bisschen drüber. Stopp! Stopp! Scheiße, ich muss da drüber, ich muss da drüber. Oh, fuck! Hier noch durch. So, jetzt ist ein Bein endgültig ab und ein Fuß auch noch. Naja. Naja, dann rollt sich's leichter, ne? Hat man ein bisschen Gewichtsersparnis. Okay, ich muss jetzt durch diese Glasdinger. Das ist immer nicht so einfach. Dann braucht man ein bisschen mehr Schwung. Es hat mir noch ein anderer Zuschauer ein Level gebaut, aber dieser superschlaue Zuschauer hat mir weder dazu geschrieben, wie der Level heißt, noch wie er als Levelautor bei Happy Wheels heißt. Das heißt, ich muss dann irgendwie mal Verdacht ein bisschen rumsuchen. Ich hatte da schon einen Level im Auge, den ich noch nicht kenne. Leute, wenn ihr für mich Levels baut, ich freue mich sehr, ja. Aber dann schreibt bitte dazu, wie die Dinger heißen. Und dann nennt sie nicht alle Harald. Nennt sie irgendwie anders. Zack. Und durch. So, da vorne bin ich. Moment, muss noch mal ein Stück zurück. Ich sehe zwar nicht wirklich so aus, aber naja. Na, was denn das für eine bekackte Begründung? Dann hättest du halt ein Männchen gemalt hier. Oh. Hahaha, nein, nein, mein Freund. Da steht doch eindeutig eine Mülltonne auf einem, auf einer Mine, oder? Wie komme ich denn da jetzt am besten drüber? Fliegen am besten. Naja. Der Wille war da. Ach, Kackdreck. So, und jetzt? Jetzt muss ich nochmal zurückfahren, oder was? Weil das ist ja der andere Typ, den muss den ja irgendwie töten. Ich drehe mal kurz den Jetantrieb, damit ich da wieder hochkomme. So. Also jetzt dürfte er tot sein, oder? Moment, ich werde nochmal vorsichtig nachschauen. Sind da noch mehr Minen? Da ist noch eine Mine auf dem, unter dem Ghetto-Blaster. Die versuche ich jetzt mal wegzuschieben. Scheiße. Jetzt, wie komme ich jetzt da wieder hin? Ich muss doch nachgucken, ob der tot ist. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Scheiße, geh in die Luftmine, los! Ach, ja also, geht doch. So, und jetzt fahren wir wieder zurück. Das müssen wir wieder normal einstellen hier. Wo ist er denn hingeflogen, der kleine Penner? Da steht mein Bein. Hallo? Also den hat sowas von weggewirbelt, der ist mit Sicherheit tot, oder? Das war ein bisschen riskant gerade wieder. Also der ist definitiv tot, sag ich mal. Und ja, jetzt fahren wir weiter, ne? Den Level noch beenden. Hallo? Den Level noch beenden. Geht das dann da auf, oder was? Wenn er tot ist, und er ist vielleicht noch nicht tot. Ach, Mann! Messenger Man, du gehst mir auf den Sack. Ich weiß ja nie, wann ich da gewonnen habe und wann nicht. Versuchen, mich zu töten. Also gut, dann machen wir es halt nochmal. Also, ein zweiter und letzter Versuch hier nochmal. Stopp, stopp, stopp. Aufwärmen. Komm, fall nach hinten um. Sehr schön. Ich glaube, das hat sich erledigt mit der Mine. Dann haben wir da vorne noch eine, glaube ich. Da schieben wir einfach... Ah, nee, das ist der mit dem Scheiß... Mit der Axt. Dann mache ich das doch gleich so, dass ich die da drauf schiebe. Wenn das geht. Geht nicht. Okay, dann versuchen wir drüber zu fliegen. Alles klar, ey. Frenkel, du bist ein Pro. Und lass dich nicht töten. Deswegen fahren wir da auch nicht drüber, sondern... Scheiße. Ah. Ah.
Haha. Ha. Ah, weg hier. Ja, okay. Und jetzt stopp, stopp, stopp. Ach komm. Ach nee. Ich will da hoch. Nein. Neustart. Ich krieg das schon noch hin. Ich krieg das schon noch hin. Okay, das war jetzt unüberlegt. Ich gebe es zu. Ich hätte ein bisschen besser aufpassen müssen, denn diese komischen Tretminen, die sind nicht so lustig. So. Naja. So richtig optimal war das jetzt auch nicht, ne? Aber komm. Wir leben noch. Wir können noch fliegen. Auch hier können wir noch fliegen. Und da auch. Oh, jetzt habe ich was im Nacken stecken. Bitte, Kopf, bleib dran. Alles klar, ich bin noch am Leben. Ich komme aber da gerade nicht mehr raus. Doch, einfach zurück. Und mit Schmack ist da nochmal durch. Ach, Mann. Das ist ja echt zum Kotzen hier. Ich fliege jetzt da einfach komplett drüber. Ihr könnt mich alle mal. So, und wo ist das Ziel? Upsa. Ja, da wäre ja das Ziel gewesen. Verdammt. Das klappt ja wirklich mit dem Drüberfliegen. Das machen wir gleich nochmal. Adler, zieh! Na, okay, das war nicht so gut. Hopp! Hopp, 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 hopp! Ja, zieh, 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 zieh! Nein! Okay, jetzt muss ich hier noch durch. Schade eigentlich. Ich dachte, das kann ich auch überfliegen. Überfliegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, jetzt ist da dieses blöde Bein im Weg. Jetzt aber. Jetzt aber. Ich brauche mehr Schwung. Hoppla! Da hat's mir wieder was weggesäbelt. Das ist ja mühsam hier. Verflucht nochmal. Komm, geh weg. Geh raus! Zurück. Ja! Na also. Okay. Und jetzt muss ich den Typen umbringen. Hoppla. Scheiß Mine. Scheiß Mine! Das gibt's doch nicht! Flieg! Alter Mann, flieg! Jawohl! So stelle ich mir das vor. Hervorragend. So, und jetzt können wir da mal runterfahren, vorsichtig. Jetzt haben wir einiges umgangen, ne? Das Doofe ist nur, ich weiß nicht, wie ich diese scheiß Mine auslösen soll, ohne... Ich kann eigentlich nur drüber springen. So, der ist aber endgültig hinüber jetzt, ne? Da kamen die Stückchen noch geflogen. Und, wie geht's jetzt hier weiter? Da ist kein Ende, oder was? Ist doch scheiße, oder? Fahren wir mal hoch. Fahren wir mal ganz hoch. So. Und, wo ist jetzt der Sieg, das Ziel? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Der Messenger Man, der hat kein Ziel dahin gebaut, der Arsch. Also ich habe das jetzt beschlossen, dass ich das jetzt gewonnen habe. Verdammt nochmal. Blöde Mistkacke. So, und jetzt haben wir hier noch den zweiten hier. Kukaralslika. Das ist auch noch ein Level, den ich nicht kenne. Ich weiß aber gar nicht, ob der für mich ist. Ich meine, Harald, keine Ahnung, das kann ja auch ein anderer Harald sein. Aber alles andere sind ältere Levels, das heißt, es kann nur der hier sein. Ja. Nehmen wir den hier. Gut. Upsa, das geht ja gut los. Mit einem Blutregen. So, schauen wir mal, was der Level hier kann. Außer mit Körperteilen um sich werfen, gleich zu Beginn. Da müssen wir drüber. Keine Frage. So, da hoppelt die, boppelt die, boppelt die. Ja, irgendwie liegt da nur Gedöns rum. Ein dicker schwarzer Mann. Ein dicker roter Mann. Das war der Weihnachtsmann. Was ist das hier? Eine kaputte Harpune? Oh. Ich komme da nicht durch. Das heißt, ich muss da auch wieder drüber, oder wie? Also der Level sieht komisch aus. Irgendwie jetzt aber nur halb fertig wäre. Versuchen wir mal drüber zu fliegen. Das ist nicht so einfach. Ich brauche da immer so einen Gegenstand, an dem ich mich hochwuchten kann. Aber das funktioniert hier nicht, verflucht. Scheiße. Was ich vielleicht noch versuchen könnte, ist hier über die da drüber. Indem ich mit Schwung über die Kollegen hier drüber fliege. Komm! Und die als Sprungschanze nutzt, dachte ich gerade, aber irgendwie...
war die Idee wohl eher suboptimal. Achtung, stopp, stopp, stopp. So, nochmal drehen hier. Und jetzt mit Schwung. Als Sprungschanze nutzen und da drüber. Habt ihr es gesehen? Bin ich Gott? Bin ich gut? Bin ich Gott? Bin ich gut? Ey, das Ding hat doch auch kein Levelende wieder, oder? Das ist doch zum Kotzen. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Ich versuch's nochmal. Das ist ja ein Mist. Ja, ja, komm, hoch, 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 hoch. Scheiße. Jetzt habe ich mich festgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, voll in den Arsch, ey. Nee, das ist nicht gesund. Ich muss nochmal starten. Das ist nicht gesund. Wir müssen ja ganz drüber fliegen, irgendwie. Wieso habe ich das denn vom ersten Mal geschafft hier? Habe ich da Anlauf genommen? Wahrscheinlich. Scheiße. Beim ersten Mal hat es so gut geklappt. Jetzt bleibe ich ständig hier hängen. Wie habe ich denn das gemacht? Ich habe, glaube ich, Moment, jetzt weiß ich wieder. Ich habe da wirklich gewartet. Ein bisschen länger. Da ist dann hier das Zeug hier rumgeflogen. Und dann konnte ich das so ein bisschen als Sprungschanze verwenden, oder? So war es, glaube ich. Na also! So. Jetzt fährt man hier. Jetzt komme ich da nicht drüber. Das ist doch zum Kotzen. Ja, das geht hier wieder nur mit Sprungschanze. Ja, ja, halt die Klappe, komm. Ich darf aber nicht zu weit springen, weil sonst falle ich wieder ins Nirgendwo hier. Drüber, komm. Scheiße, komm drüber! Okay, Plan B. Plan B, Plan B. Ich nehme einen anderen Charakter. Und zwar den Pogo-Heini. Okay, dann versuchen wir es mal mit dem hier. Wie ging das nochmal? Space ist aufziehen und springen. Uiuiuiui. Das war ja schon mal kein besonders appetitlicher Start hier, ne? Aber komme ich da noch raus? Jetzt hab dich mal nicht so. Ist doch fast nichts passiert. Ah. Okay, also ich sehe schon. Ich muss hier vorsichtiger vorgehen. Jetzt rollen wir erstmal dahin. Und dann springen wir da drüber. Ja, 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 Baby. Ah. Ein bisschen, ein kleinen Kratzer am Rücken. Komm, wir rollen. Rollen ist besser, rollen ist einfacher. Das geht schneller für mich. Also wenn ich das Spiel spiele, dann geht's schneller. Wahrscheinlich geht's bei jemandem, der springen kann, das Springen schneller. Aber bei mir geht das Rollen schneller. Da mache ich auch nicht so viele Fehler, weil ich gar keinen Fehler machen kann. Ich werde mich jetzt durchrollen bis zu diesem einen Punkt. Wartet mal, nochmal versuchen vielleicht. Wenn ich so mache, nee, dann fällt er zu weit vor. Das ist schlecht. Dieses blöde Gedöns da. Geh weg, du Scheißzeug. So, na gut. Man muss halt aufpassen, man darf halt nicht so nach hoch springen, sondern mehr in die Weite. Aber das ist gar nicht so leicht, weil man muss dann immer so ein bisschen geneigt sein, logischerweise, ne? Aber so geht das schon. So, jetzt will ich da oben drüber. Und zwar so, dass ich weiß, ob es da hinten überhaupt weitergeht. Also, springen wir mal einfach geradeaus hoch und hier wieder runter. Also Leute, ich sag mal, das ist auch ein Level, der wieder nicht fertig ist. Das kotzt mich an. Also jetzt ist Feierabend hier. Jetzt gehe ich zurück hier ins Menü und suche mir einfach ein paar andere Levels. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und falls das der Fall sein sollte, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen oder über zwei oder drei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode wieder reinschaut, wenn es weitergeht mit dem Let's Play Happy Wheels. Ich sag ciao, ciao, bye, bye.